Ja, hallo, der Christian hier. Kann ich mal bitte mit dem Chef sprechen? Ja, grüß dich, hallo. Ich wollte noch Bescheid sagen, ich komme den Rest der Woche nicht auf Arbeit. Ich habe einen heftigen Hexenschuss. So sehr wie das wehtut, scheint es auf jeden Fall ein T5 zu sein. Ich melde mich, wenn ich wieder gesund bin. Alles klar. Mach's gut. Ciao. So, einen wunderschönen guten Morgen mitten aus Frankfurt. Ich mache heute meinen 2000. Cash und da habe ich mir gedacht, das sollte schon mindestens ein T5 sein. Ja, müssen wir halt wirklich einbauen, das nützt ja nichts. Wenn man irgend einbauen will, sollte man natürlich auch die zweite Seite mit einbauen, ne? Naja, den Schoner hätte ich mir wahrscheinlich sparen können. Aber gut. So. Auf nach oben, würde ich sagen. Bevor man hier noch Polizeieinsatz auslöst. Das war mein 2000. Geocache. Abfahrt, würde ich sagen. So. 2000, schöne Stelle, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Also wer mal in Frankfurt ist, der sollte hier mal vorbeischauen. Es ist halt mitten in der Stadt, aber es hat auch kein Schwein interessiert hier, was ich hier treibe. Ich baue jetzt mein Seil wieder raus. Da muss ich noch ein bisschen was arbeiten und eventuell sehen wir uns heute Abend wieder. Haut da rein. Zack, zack ab. So, da oben war der Cache. Ah, ging eigentlich recht schnell. Kein Stress gehabt. Sind wir so ein bisschen. Aber wenn man alleine an so einer Stelle ist, da vermuten die meistens keine kriminellen Machenschaften. Es ist dann eher, wenn man im Rudel cacht. Ich werde jetzt nochmal zum Main laufen, dann machen wir noch einen Cache oder mache ich noch einen Cache. Und morgen geht's zum Björn klettern. Das ist natürlich noch viel besser als arbeiten. Da hinten ist das Hotel, also einfach nur über die Straße. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum Mainufer. Sollte gar nicht allzu weit sein. Ganz fein hier am Anzug. Immer sind Knie hoch. Das wäre eine super Idee. Komm, wir machen mal schnell noch einen Punkt. Ich könnte gleich eine Reinigung geben, würde ich mal sagen. Ich hatte ja gedacht, ich sehe was vom Fluss, aber dem scheint mir nicht so zu werden. Irgendjemand hat was von tollem Versteck, aber etwas brennelastisch geschrieben. Ich weiß ja nur nicht. Hier geht's quer durch den Salat. Hier ist schon gut abgelatscht. Kann es sein, dass das Teil hier liegt. So, der Feierabendpunkt. Und wie kriegt man den raus aus dem Falle? Nach hinten. Oder wie? Oder was? So, guck. Feine Kiste. Ich locke jetzt und wir sehen uns am Ufer. So, wir befinden uns am Mainufer. Gut zugewachsen.
ich noch was Freieres finde. Na, wer sagt's denn, hier gibt's noch einen richtigen Beachclub? Fällt? Also hier kann man auf jeden Fall chillen. Natürlich nicht bei dem Wetter. Fein. Eine kleine, feine Bucht. So, ich gehe jetzt noch was essen. Falls ich dieses Etablissement finde. Ich werde jetzt noch schön Abendbrot essen, mir ein paar Bier reinhauen und dann geht's ab ins Bett. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen im Frankenland zum Klettern. Einen wunderschönen guten Mittag. Ich bin heute unterwegs und besuche die T5-Runde vom Björn, also vom Habanero 75. Packe euch mal seinen YouTube-Kanal in die Beschreibung und der wird nachher auch noch selber vorbeikommen. Vielleicht packe ich auch noch ein paar GC-Codes in die Beschreibung, wo ich gerade bin. Und ob die Dosen was können, das sehen wir gleich. So, jetzt geht's Geschleppe wieder los. Eieiei. Ich glaube, ich muss mir mal noch so einen Bollerwagen besorgen. So. Da oben ist die Dose. Also irgendwo ja zweiter Ast oder so. Ich werde mal meinen Helm aufhelmen und dann geht's los. Also. Wo muss ich denn hin? Da oben hängt die Dose an dem hier. Und so sieht das Bäumchen aus. Das ist auf jeden Fall nicht sehr hoch. Klar könnte ich jetzt einfach oben einbauen und draufklettern, dann wäre das Ding ein paar Sekunden gegessen. Aber ich habe mir erst ein Kurzseil gegönnt. Ich werde es einfach mal mit einem Kurzseil versuchen. Da wird es wahrscheinlich nicht so eine Handsteigklemme. So. Sind wir schon mal ein Stockwerk weiter oben. Jetzt hänge ich schon wieder an zwei Punkten. Jetzt kann ich eigentlich losklettern. Schon sind wir bei der Dose. Das war doch eigentlich ganz angenehm, würde ich sagen.
Die Maniacs war hier, Grüße gehen erstmal raus. Ist aber nicht viel los hier. Schade eigentlich, das Bäumchen ist echt viel wert. Wir sehen uns beim nächsten. So, ich bin bei Nummer 2 angekommen. Alle werde ich heute nicht schaffen. Es ist ja schon Nachmittag, aber so weit wie ich komme, mache ich auf jeden Fall. Und der Björn kommt ja nachher auch noch. Da machen wir noch den Quattro Formaggi Multi. Da geht es ein bisschen besser zur Sache. Da oben ist die Dose. Hey, sieht man die überhaupt? Mal sehen, ob man die sieht. Da ungefähr. So, bevor wir uns mit Locken befassen, bauen wir um. Konzentriert und in Ruhe. Na? Ja. Sieht gut aus. Kann man ja jetzt auch locken. Haben wir einen Salat. Beide meiner Pilotleinen hängen da oben fest. Samt Wurfbeutel. Ist natürlich klasse, weil da habe ich jetzt erstmal Arbeit, die da wieder runterzuholen. Ja, so ist es manchmal. Eins ist gerettet. Also das hier ist die Hauptastgabel. Die frisst schon mal alles.
Leck mich fett, ey. Also das ist mir auch noch nicht passiert, dass alles hängen bleibt, was man zum Schießen hat. Aber gut. Man wird ja nicht dümmer, ne? Und hier ist der nächste Kandidat. Jetzt habe ich meine Wurfbeutel alle schon mal gerettet. Filmt das? Oh, der Akku ist auch voll. Sehr schön. Neue Stelle, neues Klick. Wurfsäge wurden erfolgreich gerettet. Ich glaube, der GoPro-Akku ist leer, da muss ich gleich mal gucken. Wir sind jetzt bei einem wunderschönen Baum. Und dieser Baum ist Teil eines Multicaches. Und da gibt es so drei, vier Dosen, wo man hinklettern muss. Das ist auch ein bisschen horizontale Arbeit im Baum. Und der Scheffel ist auch da. Da hinten. Und der wird die ganze Sache überwachen, damit ich mich hier nicht runterschmeiß. Wir machen gerade unser Diplom. Wir machen gerade Diplom. Na dann. Pilotleine einwerfen. Aber ihr wisst doch, wir essen es heute. Vorziehen. Ja, das tun wir schlecht. Das passt immer noch nicht. Warum? Oh. Was ist denn noch drin? Soll ich auf ein Jeck? Hä? Das gibt's doch nicht. Was ist denn noch drin? Da ist immer noch oben der Dünne drüber. Jetzt geht's aber los hier. Der GoPro-Akku scheint leer zu sein. Ich filme aber trotzdem mal kurz. Da muss das Handy herhalten. Also stehe hier auf jeden Fall relativ weit außen. Da ist der Baum und der Björn. Und hier vorne ist einer der Hinweise. Aber ich bin rangekommen. Mit 150 Kilo wäre die ganze Sache noch etwas interessanter. So. So, der höchste Punkt des Tages ist erreicht. Da oben, ja, das rote, genau, das ist der Hinweis. Ich sitze hier, keine Ahnung, naja, kann schon 20 Meter sein. Über dem Boden. Aber es hat besser geklappt, als ich dachte. Hat Spaß gemacht. Ja, hier oben sind die Wipfel, da ist der Wald zu Ende. Viel weiter hoch kommt man auch nicht. Irgendwo da unten ist noch der Björn. Ah ja, man sieht, ne? Der hat die ganze Sache observiert. Und jetzt geht's wieder nach unten. So, ganz kurze Meldung noch. Ich bin am Finale angekommen. Gelockt habe ich schon. Schöne Stelle, zu viel zeigen darf ich nicht.
sonst machen die Leute die Stationen nicht. Und ja, hat Spaß gemacht.